Wir spielen die Werbeausschnitte vor und du sagst uns, wofür da geworben wird. Ja, ja, ja. Ein herrlicher Wein. Schade, dass deine Frau nicht da ist. Ja, die trinkt keinen Alkohol. Nö, die könnte es aber was dazu kochen. Ich verstehe. Wie wäre es mit Ragout vom Huhn? Hühnerfrikassee. Von dir gekocht. Das möchte ich sehen. Das klingt nach so einem Knorr-Ding. Knorr oder Maggi-Kochstudio oder sowas. Und wer spricht da? Oh, wer da spricht? Ein Schauspieler. 10 Punkte. Es war ein Schauspieler. Es war ein Schauspieler. Geht nicht so viel. Iss. Die Leitmenüs von Iglo. Einfach kulinarisch. Iglo, ja, das waren natürlich die Fertigsachen. Sehr geil. Hat er gedient? Jawohl. Am Rhein, am Main und auch am Bober. Und womit kann er seinem König dienen? Mit der goldenen Königskarte von Goethe. Ah, trefflich, trefflich. Weitermachen. Kennst du das? Ist das eine Schuhmarke oder so ein Schuhhaus oder so? Diese goldene Telefonkarte gibt es exklusiv nur bei Goethe. Eine Telefonkarte? Ja. Die gab es damals noch. Die gab es damals noch. Damit ist man zu diesen Automaten gegangen, hat die da reingesteckt. Es hat serienmäßig Allrad, ABS, Anti-Schlupf, Bordcomputer und Klimaanlage. Außerdem getönte Scheiben, Liegesitze vorne und hinten. Und Rallye-Streifen. Irgendeine Autowerbung muss das sein. Ich tippe mal auf... Liegesitze vorn, ernsthaft? Ja, das ist wahrscheinlich ja, die Idee, Marke? Dass wir die, ja, die Marke das uns Citroën. Citroën. Keine Aber Ahnung, was Räder ist denn? Räder hat es auf jeden Fall. Der neue Intercity Express. Wissen Sie ihn doch mal. Stimmt, der kam damals raus, der ICE. Und dafür hat man Werbung gemacht. Dafür, ja, hat auch, wir haben auch überlebt. Natürlich. Also nicht so lange und nicht so wahrscheinlich wie heute. Ja, aber es ging auch. Radio Brock.